Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, sich das aggressive Verhalten von Anwohnern oder Gegendemonstranten am 1. August gegenüber Maßnahmengegnern oder gegenüber Leuten, die sie als solche ausmachen, einmal genauer zu betrachten. Sagen Sie doch mal, anhand von Zahlen. Warum sind die unrettbar und Argumentenrohr. gehirngewaschen? Erzählen Sie doch. Erzählen Sie es doch. Sie Aber können das es ist doch ja den der Leuten Reichsbürger. erzählen. Der Warum haben Sie Bürger denn Angst, was bezahlt zu die Steuern. sagen? Ich kann es auch ohne Bild machen, wenn. Ich kann es auch Bild machen, wenn Sie. Ja, sagen Sie, warum machen die das Land kaputt? Ja, wollen Sie es ohne Bild oder mit Bild? Ohne Bild und entweder du Ja. löscht es jetzt gefälligst Nee, alles. das ist hier eine Demo, da lösche ich überhaupt nichts. Jetzt sagen Sie mal, warum. Sie sind nicht im Bild. Sagen Sie doch mal, warum machen die das Land kaputt? Ich rede nicht mit euch. Sie reden Ihr nicht, seid aber einfach wenn Sie alle, gute ihr seid Argumente haben. durch, ihr seid durch mit Warum euch sind wir alle. durch? Warum reden Sie nicht Ihr mit uns? seid einfach alle unrettbar verloren. Warum? Ich halte Corona für gefährlich. Was ist denn unrettbar verloren? Ihr seid Ja, unrettbar warum? verloren. Ja, Sagt wa mein Argument. ja, aber sagen Sie halt mein Argument, warum? Das ist sinnlos. Arschlöcher. Warum Arschlöcher? Haut doch einfach ab. Echt, haut einfach ab. Ja, warum? Filmen Sie mich? Haben Sie mich gefragt, ob ich mich filmen Ja, dürfen? Sie haben mir, ich bin auf einer Demo und Sie haben mich zugerufen. Ja, ich mache es ohne Bild. Ja, erzählen Sie doch einfach mal. Nein, ich Ja? erzähle gar nichts. Ich muss Ihnen nichts erzählen. Gehen Warum? Sie einfach, lassen Sie mich in Ruhe. Warum? Welchen Teil von lassen Sie mich in Ruhe haben Sie nicht verstanden? Ja, okay, dann mache ich es. Okay. Aber schade, wenn Sie Arschlöcher schreien und dann nicht Und sagen tschüss, können, danke. warum. Das ist keine wirklich demokratische Gesinnung, Und muss tschüss, ich danke sagen. schön. Und es ist außerdem eine Danke strafrechtliche, schön. wir haben es auf Ja, Video tschüss. und ich bin aber ein Mensch, der nicht rachsüchtig ist und darum werde ich Sie nicht anzeigen. Schönen Oh, Sonntag noch. ja, Einen genau. schönen Sonntag noch. Wünsche ich Ihnen auch. Schade, dass Sie nicht zum Einen schönen Diskutieren Sonntag noch. bereit sind. Schade. Arschlöchern kann man nicht Mit Arschlöchern, diskutieren. also nochmal, warum kann man mit Arschlöchern nicht diskutieren? Ja, das ist die Warum bin ich ein Grundfrage. Arschloch? Sagen Sie mir doch bitte mal, warum ich ein Arschloch bin. Muss ich doch selber wissen. Ja, sagen Sie es doch, warum Gucken bin Sie ich ein doch mal im Arschloch? Spiegel an. Warum? Weil ich soll mich im Gucken Sie doch Spiegel einfach im Spiegel anschauen. an und dann schießt dann Wer Arschloch. ist jetzt hier aggressiv? Du. Ich bin aggressiv. Ja. Sehr gut, dass man es auf dem Video sieht. Also ich bin ein Arschloch, ich soll mich im Spiegel anschauen Ja. und ich bin aggressiv. Was habe ich denn Aggressives gemacht? Ja, was habe ich denn Aggressives gemacht? Ich habe Ihnen jetzt 3 Minuten das Mikro vor die Nase gehalten und Sie haben nichts gesagt und dann sagen Sie, außer Arschloch, und dann sagen Sie, ich höre nicht zu. Ich kann nochmal Arschloch sagen. Hä? Ich kann nochmal Ja, Arschloch sagen Sie es sagen. doch nochmal, ja? Ja? Du zitterst ja. Was? Warum zitterst du denn Ich so? zittere, schauen Sie mal, wer hier zittert. Ja, Ist ja erstaunlich, wer hier zittert. Guck mal, Ja. wie so ein kleiner Puschel zittert. Ja, ach Gott, Oh ach Gott. Gottchen. Warum sind Sie so aggressiv? Warum können Sie nicht normal diskutieren? Mit dir? Ja, Warum haben wir soll ich mit dir Schweinegehirn? Na, diskutieren? sehen Du Sie, bist doch doof. sehen Sie, Du bist doch gar nicht auf meiner Stufe. Du bist doch ich sowas bin nicht von auf Ihrer Stufe, ich dämlich. bin zu. Warum? Warum? Warum bin ich doof und Das dämlich? weiß ich doch nicht. Wahrscheinlich bist Also du Sie dumm wissen es nicht, geboren und aber Sie dumm sagen. geblieben. Ja? Ist doch ganz einfach. Echt? Ja. Das ist ja echt erstaunlich. Also Ja, diese wieso? Argumentationslosigkeit. Was ist hier passiert? Ein junger Mann beschimpft, büßt die Maßnahmengegner. Er suggeriert, er ist wütend, er ist couragiert und aus dieser ehrlichen Courage schimpft er die Demonstranten. Er hat also ein ehrliches Anliegen. Er ist verantwortungsvoll und er ist empört über die Verantwortungslosigkeit der anderen. Boris Reitschuster versucht, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Und was wäre jetzt die normale Reaktion? Wenn ein Mensch etwas Schlimmes tut, ein anderer Mensch, dann möchte man ja normal wissen wollen, ist der wirklich so schlimm oder hat der vielleicht Gründe? Ich möchte das ja verstehen. Ich möchte ihn nicht als schlechten Mensch ansehen, sondern ich möchte verstehen, warum er das tut, was er tut. Da bin ich ja normalerweise neugierig. Das möchte ich normalerweise unbedingt irgendwie verstehen, sodass ich in Harmonie mit dem anderen Menschen kommen kann. Aber was wir hier sehen, ist das genaue Gegenteil. Boris Reitschuster versucht, mit ihm ins Gespräch zu kommen, aber er weicht jeder Diskussion aus. Er wendet sich mit dem Rücken zu, also erst wendet er sich ja ihnen zu, beschimpft sie und dann wendet er sich ihnen mit dem Rücken zu und geht weg. Was hat das für eine Folge, eine zwischenmenschliche Folge? Wenn man sich abwendet von jemandem, dann strahlt man normalerweise Überlegenheit aus. Weil immer der sich zuwendet, der hat den unteren Rang. Also wenn der eine sich abwendet und der andere ihm zugewandt ist, dann hat derjenige, der sich abgewendet hat, den höheren Rang. Das heißt, er möchte hier verdeutlichen, du bist zu schlecht für mich.
ich bin zu wichtig, zu gut und du bist, ja, du bist der Abschaum sozusagen. Das ergibt sich ja ganz klar aus seiner Aussage. Ich, wollen Sie es ohne Bild oder mit Bild? Warum antwortet er nun auf Boris Reichtschuster? Er möchte nicht dastehen wie der Feigling und deswegen beantwortet er die Frage, deswegen geht er darauf ein. Und was macht er? Er betreibt negatives Framing, weicht aber die Argumentation aus. Warum sind wir durch? Warum reden Sie nicht? Ihr seid einfach alle unrettbar verloren. Warum? Ich halte Corona für gefährlich. Was ist denn unrettbar verloren? Ihr seid unrettbar verloren. Ja, warum? Ja, aber sagen Sie halt mal ein Argument, warum? Das ist sinnlos. Warum Arschlöcher? Wenn jetzt Boris Reitschuster sich darauf einlassen würde und auch beleidigen würde, dann hätte der andere sofort ein Alibi und könnte sagen, ja, der beleidigt mich, jetzt kann ich ihn auch beleidigen. Aber Boris Reitschuster ist ganz freundlich, setzt ihn aber mit der Frage unter Druck, wirksam unter Druck, indem er sachlich und freundlich bleibt. Und der andere weiß dadurch keinen Ausweg mehr und flieht in die Wohnung. Es entblößt sich hier bei genauem Hingucken, dass das alles reine Täuschung ist, die Empörung. Dieses Moralische, ihr seid so schlecht und dadurch wird ja immer transportiert, ich bin ja viel besser, deswegen kriege ich mich darüber auf. Sondern es wird hier deutlich, dieser Mensch sucht ein Alibi zum Hassen. Er sucht nur nach einem Grund, dass er andere Menschen abwerten kann, um sich selber aufzuwerten. Und das ist jetzt nicht neu, sondern das machen diese Linken permanent. Oder das ist eigentlich schon immer so. So funktioniert Mobbing. Ein Beispiel, das mir in Erinnerung geblieben ist, ist die AfD-Veranstaltung in München 2016 mit Michael Stürzenberger nach einer Rede von Beatrix von Storch. Linke Gegendemonstranten zeigen hier genau das gleiche Verhalten. Sie beschimpfen die AfD, sie beschimpfen Stürzenberger. Dann ist Stürzenberger freundlich, geht zu ihnen hin, möchte das aufklären, möchte sie überzeugen, ich bin doch gar kein Nazi, ich bin doch ein netter Mensch, man kann doch diskutieren, was sind denn eure Beweggründe? Ich stelle euch jetzt meine Beweggründe. Und was machen diese Leute? Sie weichen aus. Sie beschimpfen weiter, sie framen negativ und sagen, es ist doch klar, dass du ein Nazi bist, du bist das Allerletzte. Probieren die Stimmung anzuheizen und weichen am Ende aus, weil sie keine Argumente mehr haben. Hier wird deutlich, was das für Menschen sind. Und warum machen sie das? Sie spüren aus der Erniedrigung einen Vorteil. Wenn die anderen niedrig sind, sind sie automatisch höher. Es gilt dann das relative Gleichgewicht. Das heißt, sie werten sich auf, indem sie andere abwerten. In der Schule, das Mobbing funktioniert auch so, dass die Mobber normalerweise diejenigen sind, die bei den Damen beliebt sind. Und die gemobbt werden, das sind die Außenseiter. Mit ihnen möchte keiner was zu tun haben. In Disney World ist es natürlich genau andersrum. Da sind die Außenseiter, die werden von allen geliebt und die Mobber sind die Bösen, die dann aber ihr Verhalten natürlich einsehen. Wenn ihr euch ehrlich an eure Jugend zurückerinnert, denke ich, versteht ihr den Mechanismus ganz genau. Nachdem sich der junge Mann in die Wohnung geflüchtet hat, wird ein anderer Anwohner ausfällig. Und der Mechanismus ist im Grunde wieder genau der gleiche. Dieser Mensch betreibt aggressives, negatives Framing, greift das Mediennarrativ auf, wonach die Maßnahmengegner besonders querdenken, dass es Spinner sind, dass sie einfach doof sind und framet einfach. Wiederholt es. Und es ist natürlich so, Boris Reitschuster ist gefestigt. Er ist jahrelang Journalist gewesen, hat viel gesehen, hat einen riesigen YouTube-Kanal. Ihn kann dieser Anwohner natürlich nicht aus dem Gleichgewicht bringen. Aber was macht dieser Anwohner? Er versucht, sein Selbstbewusstsein zu zerstören, indem er dieses Framing einfach wiederholt. Er spekuliert auf die Unsicherheit, dass sich Boris Reitschuster an seine Schwächen erinnert. Ja, er sagt jetzt, ich bin so und so, habe ich vielleicht irgendwas Falsches gemacht, hat er mich durchschaut, ich habe ja meine Schwächen. Jeder Mensch hat Schwächen. Und dadurch, indem er das so entschlossen vorträgt, so ohne jeden Zweifel, dann soll Boris Reitschuster natürlich denken, ja, oh ja, er hat mich durchschaut, ich bin ja vielleicht doch schlecht. Das heißt, dieser Anwohner möchte eine Realität erzeugen. Dieser Wiederholungseffekt wird ganz stark und das ist nicht zu unterschätzen. Wenn das jetzt oft genug auf einen einhämmern würde, am besten auch noch von unterschiedlichen Leuten, wie es jetzt ja auch der Fall ist, die Medien sagen es, dieser Anwohner sagt es, der andere Anwohner sagt es, dann bricht man irgendwann zusammen. Und irgendwie diese Linken, die wissen es irgendwie ganz genau. Also man hat das Gefühl, diese Leute, die funktionieren irgendwie in einem anderen Modus. Man sieht es ja schon bei den Mobbern in der Schule. Diese Leute, die,
die verstehen diese ganzen kommunistischen Propagandamechanismen, das verstehen die intuitiv und wenden das an. Also auch jetzt hier mit dieser Wiederholung, er framed einfach. Er framed eigentlich genau, wie die Medien es auch machen. Boris Ratschuster bleibt ruhig und damit hat dieser Anwohner nicht gerechnet, dass er so professionell die Kontenance bewahrt, dass er sich nicht verunsichern lässt. Ja, du zitterst ja. Was? Warum zitterst du denn ich so? Ich zittere, schauen Sie mal, wer hier zittert. Ja, guck mal. Erstaunlich, wer hier zittert. Guck mal, wie so ein kleiner Puschel zittert. Ja, ach Gott. Warum sind Sie so aggressiv jetzt mal? Warum können Sie nicht normal diskutieren? Mit dir? Ja. Warum haben wir Schweine mit dir diskutieren? Na, sehen du Sie, bist doch doof. Sehen Sie? Du bist doch gar nicht auf meiner Stufe. Du bist doch sowas ich bin nicht auf dämlich. Ihrer Stufe. Ich bin zu, warum? Und auch, wo er dann irgendwie so unter der Gürtellinie ankommt. Ach, jetzt fängt er an zu zittern. Der Anwohner spekuliert jetzt darauf, Boris Ratschuster bekommt Angst, er ist verunsichert. Aber Boris Ratschuster, obwohl er so freundlich war, und dieser Anwohner, der interpretiert die Freundlichkeit als Schwäche. Das heißt, so, er denkt, Boris Ratschuster möchte sich mit ihm gutstellen. Tatsächlich aber wollte Boris Ratschuster einfach nur seine Argumente hören. Aber dieser Mensch ist natürlich dann dem ausgewichen, weil er hat keine Argumente. Er hat ein Alibi zum Hassen gesucht. Wenn jetzt er anfängt, sich in eine Sachdiskussion zu verwickeln, dann muss er dieses Alibi aufgeben. Dann muss er zugeben, er hat keine Argumente. Und dann muss er Boris Ratschuster am Ende recht geben. Und dann muss er zugeben, dass es auch Menschen sind mit einem berechtigten Anliegen. Das macht er genau nicht. Es ist ja ganz auffällig, Boris Ratschuster wartet 3 Minuten lang. Und dieser Mensch, der lässt sich auf keinerlei Sachargumente ein. Sondern er möchte es auf dieser aggressiven Ebene halten, dass er ein Alibi hat, hassen zu können. Sie kommen dauernd damit durch, weil es verharmlost wird. Jetzt sagen viele, ja, das sind halt die aufgehetzten Bürger, die Medien sind schuld. Das heißt, den Leuten wird die Verantwortung genommen. Und das macht diese Leute in doppelter Hinsicht aggressiv. Erstens sehen sie, sie kommen damit durch. Und sie sehen aber auch, sie können sich daneben benehmen und sie werden nicht belangt dafür, sie werden nicht verantwortlich dafür gemacht. Sondern dann ist es halt Frust, dann sind die Medien schuld. Sie sind nicht schuld. Das heißt, ein Freibrief zum Mobben ist das, den man ihnen gibt. Es ist außerdem eine strafrechtliche, wir haben es auf Video und ich bin aber ein Mensch, der nicht rachsüchtig ist und darum werde ich sie nicht anzeigen. Oh, ja, genau. Wünsche ich Ihnen auch. Es war ja auffällig. In dem Moment, wo Boris Ratschuster deutlich gemacht hat, das war eine Beleidigung, ich könnte sie jetzt anzeigen, dann plötzlich wird dieser Mensch ganz freundlich und sagt auf Wiedersehen. In dem Moment, wo er aber merkt, okay, Boris Ratschuster belangt ihn dafür nicht, er akzeptiert es einfach, so genannt zu werden, da wird er wieder frech und unverschämt. Also wo Boris Ratschuster dann deutlich macht, er verzichtet jetzt auf eine Anzeige, er ist nicht nachtragend. Boris Ratschuster lässt ja eine Beleidigung sich gefallen, die inadäquat war. Das weiß dieser Mensch auch ganz genau, dass er das nicht durfte, dass es aggressiv war. Und er hat jetzt gesehen, er kommt jetzt damit durch, Ratschuster macht nichts, aus welchem Grund auch immer. Am Ende zählt es, dass er nichts gemacht hat. Und dann wird er sofort aggressiv und macht weiter. Und hier ist es wie immer bei den Linken, sie verhalten sich wie ungezogene Kinder, denen die Grenzen aufgezeigt werden müssen. Sonst machen sie immer weiter. Sonst gehen sie wahrscheinlich bis zum Äußersten. Das heißt ja auch immer so schön, wenn erst die Bücher verbrannt werden, irgendwann, ja, dann werden auch die Menschen verbrannt. Sie nehmen genau wahr, dass der Schutz für Querdenken, für diese Leute, dass er nachlässt. Und dann probieren sie schon, die zu mobben. Das ist überhaupt wahrscheinlich der Grund, weshalb sie das machen. Weil sie sehen, sie haben jetzt ein schlechtes Framing, da können wir draufhauen. Und das machen diese Leute dann. Weil sie einen Vorteil spüren. Evolutionär bedingt wahrscheinlich. Aber das ist reine Spekulation. Es ist ja aber hier eindeutig zu beobachten. Aus meiner Sicht ist diese Aufnahme ganz wichtig, die Boris Ratschuster hier gemacht hat. Sie ist ein großer Verdienst, weil man hier, wenn die Leute sich das genau angucken, sie können ja überprüfen, was ich jetzt hier gesagt habe. Und dann wird es deutlich, wie diese Leute sind. Man muss nur genau genug hingucken. Und indem Boris Ratschuster so ruhig geblieben ist, er sachlich seine Argumente vorgetragen hat, hat er diese Leute gestellt und entblößt. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.